Was würde passieren, wenn die deutsche Nationalmannschaft in der Bundesliga spielen würde? Das habe ich mich auch gefragt. Deshalb habe ich jeden Spieler der deutschen Nationalmannschaft, der nominiert wurde für Katar, in ein Team getan. Beziehungsweise zum FC Schalke 04. Der Start fing schon super an. Man gewann gegen den FC Augsburg 2:0. Und ich kann schon mal spoilern, ein Spieler, den ihr nicht auf dem Schirm habt, hat ordentlich rasiert. Checkt das ganze Video gerne auf meinem Kanal ab. Link im Kommentarfeld.